Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum politischen Aschermittwoch der SPD in Vilshofen. Die Musik spielt, 2500 SPD-Mitglieder und Parteianhänger sind ins Bierzelt zu Vilshofen gekommen, um diesen politischen Aschermittwoch hier heute zu feiern. Dieser politische Aschermittwoch steht unter besonderen politischen Vorzeichen, denn in Berlin regiert die Große Koalition aus Union und SPD, das heißt, SPD-Chef Gabriel, der heute der Hauptredner hier ist, muss dort mit der Kanzlerin konstruktiv zusammenarbeiten. Und auf dem politischen Aschermittwoch ist man natürlich gewohnt, dass es knackige O-Töne gibt, dass richtig geholzt und gebolzt wird. Das soll so sein, das darf heute so sein. Manches wird sicher mit Augenzwinkern daherkommen heute. Aber es wird spannend sein zu beobachten, wie Florian Pronhold links und sein Chef Sigmar Gabriel das bewältigen. Denn er darf natürlich nicht überziehen, was die Kritik am Koalitionspartner angeht. Wenn man an die Stichworte denkt, die in diesen Tagen politisch Sigmar Gabriel umtreiben, dann denkt man natürlich an die Energiewende, die ein großes Thema hier ist in Bayern. Wirtschaftsminister Gabriel ist da durchaus im Dissens mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer von der CSU. Er wirft ihm gelegentlich vor, dass er die Energiewende verhindert. Also das dürfte ein großes Thema sein. Dann natürlich die Sozialpolitik, die Errungenschaften, das, was die SPD in der Großen Koalition auf den Weg gebracht hat. Stichwort Mindestlohn, Rente mit 63, das alles hat die SPD ja bereits auf den Weg gebracht. Aber es hat ihr in den Umfragen bisher nichts genutzt. Deshalb darf man gespannt sein, ob nach der erfolgreichen Wahl von Olaf Scholz in Hamburg SPD-Chef Gabriel möglicherweise andere Akzente hier setzen wird. Ansonsten erwarten viele von den Besuchern hier im Festzelt auch durchaus ernste Töne, die gar nicht so geeignet zu sein scheinen für den politischen Aschermittwoch in Bayern. Weil viele bewegt die Außenpolitik, die Situation in der Ukraine, aber auch die Situation um den islamistischen Terror. Mancher macht sich sogar Sorgen, dass möglicherweise eine Kriegsgefahr in Mitteleuropa droht. Und auch dazu wird Sigmar Gabriel sicher deutliche, vielleicht sogar sehr ernste Worte finden. Also der Einmarsch ist gleich abgeschlossen und dann kann es hier losgehen. Sigmar Gabriel ist der Hauptredner dieses politischen Aschermittwochs hier in Vilshofen und zuvor der SPD-Landeschef Florian Pronhold. Lieber Sigmar, liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Andersgläubige, falls im Saal, liebe Freunde von nah und fern, 25 Jahre gehe ich zum politischen Aschermittwoch hier in Vilshofen. Und das erste Mal seit 25 Jahren werde ich begrüßt von einem sozialdemokratischen Bürgermeister, von Florian Gams. Lieber Florian, mich freut es narrisch, ich weiß es noch, es war vor gut einem Jahr, wie du mit 24% Ausgangslage gegen 48% einen amtierenden CSU-Bürgermeister in der Stichwahl bezwungen hast, von 24 auf über 50. Das setzt Maßstäbe für uns alle, lieber Florian. Und vor einem Jahr hatten wir mehrere solche Überraschungserfolge. Ich erinnere an Erlangen. Der neue Oberbürgermeister von der SPD heißt Florian Janik. Ich erinnere an Dachau. Der neue Oberbürgermeister der SPD heißt Florian Hartmann. Man sieht, Florian ist ein guter Name für dieses Amt. Das ist unter Beweis gestellt, aber wenn ich mich hier umschaue, wir haben auch viele Erfolge erzielt von einem Jahr in Regensburg, in Nürnberg, in Fürth,
in Memmingen, überall in Bayern, auch ohne den Vornamen Florian kann man in der SPD was werden, aber es schadet nicht, wenn man Florian heißt, wie man hier vor Ort sieht, liebe Genossinnen und Genossen. Und es macht einen Unterschied, wer vor Ort regiert. Jeder von euch, der in der Kommunalpolitik tätig ist, wenn ihr da den Willi Wagenpfeil sitzen seht und andere hier, die die Verantwortung haben, dann wissen die, dass 90%, was wir in den Kommunalparlamenten machen, nichts mit Parteipolitik zu tun hat. Da geht es um die Sache. Aber trotzdem kann man erkennen, dass es Unterschiede gibt. Zum Beispiel ist es so, dass dort, wo die SPD vor Ort regiert, in Bayern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am besten ist. Ich weiß noch, lieber Markus Rindersbacher, wie du die damalige Sozialministerin gefragt hast im Bayerischen Landtag, sagen Sie doch mal die Städte in Bayern, wo die Kinderbetreuung am besten geregelt ist. Und dann musste sie sagen, Passau, Coburg, viele andere Bereiche, die drei führenden Städte, und der Coburger Oberbürgermeister ist da, herzlich willkommen. Dort, wo die Sozis regieren, geht es am besten in Bayern mit der Kinderbetreuung. Und dann hat die CSU geflaxt, weil sie gedacht hat, naja, bei den Landkreisen, da regieren die Sozis ja bloß in 10%. Da fragen wir jetzt einmal nach, wie ist es denn in den Landkreisen? Und dann musste die CSU-Sozialministerin die Antwort geben, dass auch die drei Landkreise von den 70, wo die beste Kinderbetreuung ist, sozialdemokratisch regiert werden. Und deswegen gilt, wo die SPD regiert, geht es den Menschen besser, liebe Genossinnen und Genossen, vor Ort genauso wie im Bund. Übrigens, auch in Bayern, wo die wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen sind und wo die meisten Menschen wohnen, all diese Kommunen sind sozialdemokratisch regiert. Ich finde, wir sollten das nicht verschweigen, sondern wir sollten da mal offensiv drüber reden, weil nur wenn wir auch selber stolz drauf sind, auf das, was wir leisten, in der Kommune bis zum Bund, nur dann, wenn wir selber ausstrahlen, dass es Spaß macht zu regieren, dass es schön ist, das Leben der Menschen besser zu gestalten, nur dann werden uns die Menschen das auch abnehmen. Wenn wir selber nicht sagen, die anderen loben uns nicht, und deswegen müssen wir darüber reden, liebe Genossinnen und Genossen. Da dürfen wir nicht so bescheiden sein, wie es unsere Art ist. Da müssen wir mal brüllen wie ein bayerischer Löwe, um rüberzubringen, die Sozis machen das Leben der Menschen besser. Und ich bin stolz drauf, Mitglied dieser Bundesregierung zu sein. Ich bin stolz drauf, jetzt ein Jahr gestalten zu können. Die Natascha hat es angesprochen. Erinnert euch über die Themen, die wir die letzten Jahre hier behandelt haben. Da geht es um die Frage der Rentengerechtigkeit. Da haben wir immer gesagt, Rente ist kein Almosen. Rente ist etwas, wo Menschen ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Das ist kein Almosen, das haben sie sich verdient. Und wir Sozis regieren jetzt ein Jahr. Und was ist passiert? Nach 45 Beitragsjahren kann man abschlagsfrei mit 63 in Rente gehen. Das ist kein Almosen, das ist eine Frage der Würde, das ist eine Frage des Anstandes, das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Das gibt's nur mit der SPD. Wir haben für die Menschen, die ihr Leben lang den Buckel krumm gemacht haben und nicht mehr können, wir haben für die die Erwerbsunfähigkeitsrente verbessert und wir haben eine Ungerechtigkeit der schwarz-gelben Regierung beseitigt. Blüm hat damals eine Mütterrente gemacht, die die Kinder nach 92 geboren besser honoriert als die, die vor 92 geboren sind. Ein Widersinn. Dank der SPD gibt es jetzt die Mütterrente und auch Erziehungsleistung wird besser angekannt. Nur mit der SPD gibt es die Mütterrente. Das muss man sich einprägen. Herzlichen Dank, liebe Annette Kramme, die du das alles in deinem Ministerium hier mitorganisiert hast. Wir sind stolz auf dich, dass du hier an führender Stelle bayerische soziale Interessen vertrittst. Die Pflegeversicherung wird verbessert und ganz wichtig, auch der Mindestlohn. Und wer heute die Zeitung aufschlägt, die mit den vier Buchstaben, der findet als eine der großen Themen das bezahlbare Wohnen. Die Preise steigen, alles, was wir jetzt erkämpfen, wieder an guten Löhnen, wird den Leuten abgenommen, weil die Mieten in uns endlich steigen. Und auch dort ist die SPD gefragt. Mietpreisbremse ist eine sozialdemokratische Erfindung und die CDU-CSU muss runter von der Mietpreisbremse.
Sie müssen sie endlich beschließen im Deutschen Bundestag. Die Menschen warten darauf, dass die Mieten nicht mehr so exorbitant steigen. Dafür steht die SPD, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir erleben beim Thema Mindestlohn, dass wir ihn erfolgreich durchgesetzt haben. Und kaum ist es so, ist die Treue der CSU zu diesem Projekt auf einmal gewichen. Und sie behaupten, es ginge um Bürokratie. Okay, bei Bürokratie kennt sich die CSU aus. Ich glaube, die lassen heute wieder den Stoiber auftreten, oder? In Passau. Ja, also wenn es einen gibt, der Experte in Bürokratie ist, dann ist es Edmund Stoiber. Ein Beamter in einem Landratsamt in Bayern, der einen PKW abschleppen muss, der muss über 70 Seiten lesen an bayerischer Verwaltungsanordnung, bevor er diesen PKW abschleppen kann. Das ist Bürokratie à la CSU und Stoiber. Bei Bürokratie kennen Sie sich aus. Aber beim Thema Mindestlohn, da geht es nicht um Bürokratie. Da geht es darum, dass wir Menschen schützen vor Ausbeutung, dass wir Schluss machen mit Hungerlöhnen. Und es ist jeder in der Lage, den Beginn und das Ende seiner Arbeitszeit aufzuschreiben. Überall, in jedem Betrieb findet das statt. Und nur wer ein Depp ist oder ein Gauner, ist nicht in der Lage, seine Arbeitszeit in der Früh und am Ende aufzuschreiben. Und das wird es mit uns nicht geben. Und hier vorn sitzt einer, den viele von euch nicht kennen. Er heißt Wadislav Lach. Er ist ein Busfahrer, der 30 Jahre lang hart gearbeitet hat und hart geschuftet hat. Und er war beschäftigt bei einem Busunternehmen in Tschechien, das im Besitz der Regionalbahn Ostbayern war. Und der hat gearbeitet, nicht nur in Tschechien, sondern auch in Deutschland, 280 Stunden im Monat für 850 Euro, umgerechnet 3 Euro Stundenlohn. Und weil er mit diesem Hungerlohn nicht einverstanden war, hat er dagegen gekämpft. Er hat Interviews gegeben, er hat aus dieser Sauerei kein Geheimnis gemacht. Er hat es angeprangert. Und zur Strafe haben sie ihn rausgeschmissen und seit einem Jahr findet er keinen Job mehr. Und lieber Martin Burkhardt, ich bin dir dankbar, dass du als Chef hier auch im Bereich der Gewerkschaften, dass du hier bei der europäischen, bei der Eisenbahnergewerkschaft und Verkehrsgewerkschaft, dass ihr solidarisch seid, dass ihr das zum Thema macht. Und ich rufe alle anständigen Busunternehmer auf, hier in Ostbayern. Es muss doch einen geben, der für einen guten Busfahrer wieder einen Job hat. Es kann doch nicht sein, dass Menschen, die gegen Hungerlöhne kämpfen, dafür bestraft werden. Eigentlich müsste belohnt werden und müsste das Doppelte verdienen von dem, was im Tarifvertrag steht. Lieber Wadislav, du hast unsere Solidarität. Und weil es eben nicht nur den Wadislav gibt, sondern weil es viele gibt, deswegen werden wir keine Ausnahmen beim Mindestlohn zulassen. Man kann über unsinnigen Bürokratieabbau mit uns immer reden, aber wir werden nicht zulassen, dass auf einmal die Stunde 90 Minuten hat. Das werden wir nicht zulassen. Wir werden kämpfen gegen Hungerlöhne und Ausbeutung. Dafür steht die SPD. Darauf ist Verlass, liebe Genossinnen und Genossen. Und der Markus Rindersbacher hat im Bayerischen Landtag dreimal einen Antrag gestellt, zusammen mit der SPD-Fraktion, zum Thema Tariftreue. Und gerade haben wir erlebt, was es heißt, wenn die CSU mal nicht auf die SPD hört. Dreimal hat es die CSU im Bayerischen Landtag abgelehnt, dieses Tariftreuegesetz zu beschließen. Tariftreue heißt, dass überall der gleiche Lohn gilt, der in dem normalen Tarifvertrag vereinbart ist, unabhängig davon, welches Unternehmen die Ausschreibung gewinnt. Und in 14 Bundesländern, wo die SPD an der Regierung ist, gibt es Tariftreuegesetze. Nur in Bayern und in Hessen gibt es die Tariftreuegesetze nicht. Und was ist passiert? In Nürnberg gewinnt jetzt ein englisches Unternehmen, das noch nicht einmal irgendeinen Zug in Deutschland gefahren hat,
eine Ausschreibung, weil sie mit Hungerlöhnen konkurrieren. 700 Arbeitsplätze in Nürnberg sind jetzt im Feuer. Sie sind weg, weil die CSU kein Tariftreuegesetz im Bayerischen Landtag verabschieden wollte. Und ich sage den CSU-Spitzen mal eines ganz deutlich. Also in puncto Treue. Ihr könnt ja in eurem Privatleben machen, was ihr wollt in puncto Treue. Aber beim Thema Tariftreue, da hört der Spaß auf. Da geht es um gute Arbeitsbedingungen, da geht es um Arbeitsplätze. Und die darf man nicht aufs Spiel setzen, nicht in Bayern und nicht woanders. Viele von euch haben ja jüngst eine Heimatserie des bayerischen Fernsehens anschauen müssen. Die findet man ja jetzt nicht mehr im Internet, die Folge, weil der Bayerische Rundfunk auch festgestellt hat, dass sie ein Verstoß gegen die Neutralitätspflicht des Rundfunks war. Da ist ein Schauspieler aufgetreten namens Söder, der auch noch 8 Minuten gefeiert worden ist dafür, dass er Schauspieler ist. Also als hätte man dafür 8 Minuten gebraucht, zu erklären, dass der Söder Schauspieler ist. Aber gut, wer das noch nicht wusste, der weiß es jetzt. Und ich habe jetzt gehört, lieber Sigmar Gabriel, liebe Natascha Kohnen, dass der BR eine neue Sendung plant. Die heißt Vom Winde verdreht. Und der Hauptdarsteller ist Horst Seehofer. Sie wissen nur noch nicht, ob Sie auf die Biennale damit gehen, die Goldene Zitrone damit erreichen wollen oder ob es eine weitere Folge von Daheim ist Daheim wird. Wer noch ein gutes Gedächtnis hat, der kann sich noch erinnern an die Wandlung vom Saulus zum Paulus von Horst Seehofer und Markus Söder. Erst haben sie noch in Berlin die Verlängerung der Atomkraftlaufzeiten beschlossen, nachdem wir als Rot-Grüne schon den Ausstieg gemacht haben. Und dann kam Fukushima. Und dann hat man gedacht, Horst Seehofer und Markus Söder haben selber am Bauzaun in Wackersdorf gestanden und haben damals gegen Franz Josef Strauß demonstriert und waren schon immer die heftigsten Verfechter des Atomausstiegs. So waren die begeistert von der Energiewende. Energieinnovativ hat die bayerische Staatsregierung 2011 aufgelegt, einen Plan. Und in den sollte man schauen. Weil der Horst Seehofer hat damals gesagt, wir machen ein neues Bayernwerk. Wir bauen, lieber Sigmar, hat er aufgeschrieben, zwei Stromautobahnen, hat er es genannt. Zwei Stromautobahnen von Norden nach Süden. Wir machen ganz, ganz viele Windräder in Bayern. Wir werden Pumpspeicherkraftwerke bauen. Wir werden die Solarenergie ausbauen. Alles wird in Bayern besser gemacht. Er hat gesagt, wir werden die Energiewende in Bayern selber schaffen. Und jetzt bin ich ganz überrascht. Weil in den letzten Wochen, ich meine, hat sie ja noch eine Fachfrau geholt, die Ilse Aigner. Ja? Die hat dreimal jetzt einen eigenen Vorschlag gemacht, dreimal hat er es kassiert. Und jetzt auf einmal sagt er, ach, Energiewende in Bayern, das hat ja gar nichts mit uns zu tun, das macht alles der Sigmar Gabriel. Also da ist Bayern völlig außen vor. Und dieser Unterschied zwischen vorher und nachher ist schon entscheidend. Das Einzige, was er gemacht hat, in der Energiewende in Bayern ist, dass er die Windkraft tot gemacht hat. Ich finde es ein Wahnsinn, diese sogenannte 10H-Regelung, das einzige Land, das es anwendet, ist Bayern. Das heißt, 10-mal die Höhe des Windrades ist jetzt der Abstand. Was heißt denn das übersetzt? Nicht mal mehr auf 1% der Fläche in Bayern dürfen zukünftig Windräder gebaut werden. Und was ist das für eine Idiotie? Der Abstand von einem Windkraftrad zu einem Haus muss 2000 Meter betragen. Der Abstand von einem Atomkraftwerk zu einem Haus muss 50 Meter in Bayern betragen. Das zeigt, welche Idiotie diese bayerische Staatsregierung in der Energiewende gemacht hat. Das ist einfach Wahnsinn. Und da kann man nur hoffen, dass die schnell zur Vernunft kommen. Warum? Weil die Bayern-SPD ist sich einig mit der gesamten bayerischen Wirtschaft, von BMW über das Chemiedreieck. Alle wollen eine sichere und bezahlbare Stromversorgung. Und darauf kommt es an. Es sind unsere Arbeitsplätze, es ist unser bezahlbarer Strom. Und darum ist es auch gut, wenn im Bund die SPD regiert
und Verantwortung übernimmt und dafür Sorge trägt mit dir, lieber Sigmar Gabriel, dass unser Strom bezahlbar bleibt und dass vor allem die Arbeitsplätze in Bayern erhalten bleiben. Der Seehofer ist mit seiner Energiepolitik ein Standortrisiko für Bayern, das größte in unserer bisherigen Geschichte. Und das darf so nicht bleiben. Eines der Themen, das auch die Menschen am meisten in Bayern bewegt, ist das Thema bezahlbares Bauen, bezahlbares Wohnen. Wir haben im Koalitionsvertrag die Mietpreisbremse durchgesetzt. Die CDU-CSU steht derzeit noch auf der Bremse. Ihr wisst, was passiert bei Wiedervermietungen in Städten. 20-50% Steigerungen bei Wiedervermietung, ohne dass irgendetwas an der Wohnung passiert. Das Leben wird teurer. Schaut heute in die Bild-Zeitung, welche Preissteigerungen da drin sind. Vieles, was man sich hart erarbeitet hat, geht heute für die Miete drauf. Gerade in den Städten haben Studenten, haben Rentnerinnen und Rentner, haben normale Krankenschwestern und Polizeibeamte, haben Angst davor, ob sie morgen sich ihre eigene Wohnung noch leisten können. Und das ist unser Thema. Aber nicht nur mit der Frage des Rechts und des Schwertes des Rechts mit einer Mietpreisbremse, sondern wir brauchen auch Neubau. Und die größte Sünde, die der Finanzminister Söder in Bayern begangen hat, war das Verscherbeln der GBW-Wohnungen. 30.000 Wohnungen sind verscherbelt worden. Der Mammon war wichtiger als die Menschen. Und dann hat er gelogen, der Söder im Bayerischen Landtag, als er gesagt hat, die EU-Kommission zwingt uns dazu, dass wir für den Mist, den wir angerichtet haben bei der Landesbank, Milliarden haben die versenkt. Wenn ihr euch erinnert, Milliarden unserer Steuergelder. Da zwingt uns jetzt die EU-Kommission dazu, dass wir diese Wohnungen verkaufen müssen. Der Freistaat Bayern kann sie nicht selber kaufen, hat er gesagt. Und Christian Ude und ich waren beim Wettbewerbskommissar der EU-Kommission, Almunia, und haben ihn gefragt, ob das denn stimmt. Darf denn der Freistaat Bayern diese Wohnungen kaufen? Darf er Mieterinnen und Mieter davor schützen, dass sie den Heuschrecken ausgeliefert werden? Und was war die Antwort des Wettbewerbskommissars? Why not? Bavaria is a free state. Warum nicht? Bayern ist ein freier Staat. Ein Freistaat. Auf Neuenglisch. Und natürlich hätten wir die kaufen können. Als Freistaat Bayern. Und jetzt erleben wir, was passiert. Die Sicherungen, die Söder versprochen haben, halten alle nicht. In den angespannten Wohnungsmärkten werden die Mieterinnen und Mieter verdrängt, die Mieten werden erhöht und die Leute haben Angst um ihre Wohnung. Und ich sage am Buß- und Betag, lieber Markus Söder, ich habe eine neue Buße für dich und die heißt Bauen als Buße. Wie soll das gehen? 900 Millionen hat der Freistaat Bayern eingenommen über diesen Verkauf. Ich möchte, dass eine neue bayerische Wohnungsbaugesellschaft gründet, diese 900 Millionen nimmt und nochmal ordentlich Kredit aufnimmt und in Regensburg, in München, in Erlangen, in Passau, überall dort, wo sich Menschen das Wohnen nicht mehr leisten kann, 30.000 neue Wohnungen baut, die bezahlbar sind und wo die Menschen mit einem normalen Gehalt da drin noch leben können. Das wäre die Aufgabe. Büße Söder für deine Lügen und baue endlich billige Wohnungen in Bayern. Und jetzt bin ich heute im Vorfeld gefragt worden, ob man da heftig was zur CSU sagt. Ich meine, es gäbe ja viel über die Minister zu sagen, aber ich kann es gar nicht toppen, was der Seehofer selber über seine Minister sagt. Ich meine, der hat seinen potenziellen Nachfolger als charakterschwach bezeichnet und der Schmutzeleien bezichtigt. Aber anstatt, dass er ihn entlässt, baut er ihn zum Kronprinzen auf. Das sagt aber auch sehr viel über einen Ministerpräsidenten aus. Und wer so mit seinen eigenen Ministern umgeht, stellt euch mal vor, das wäre euer Chef. Der mobbt die Leute und die lassen sich das auch noch gefallen. Also das ist ein trauriger Zustand dieser bayerischen Staatsregierung und deswegen lassen wir die auf ihrem Archäologiekongress in Passau in Ruhe. Da sollen sie ein bisschen den Stoiber über die Vergangenheit reden lassen. Da kennen sie sich aus in der Vergangenheit. Wir setzen auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Und liebe Genossinnen und Genossen, die wichtigste Botschaft für mich ist, ob das in der Kommune ist oder im Bund, wo die SPD regiert,
verbessern wir Stück für Stück das Leben der Menschen. Wir wissen, was die Leute umtreibt und wir machen es besser. Und das, was gut ist für Deutschland, das ist auch gut für Bayern. Deswegen werden wir alles tun, dass wir stolz und selbstbewusst kämpfen, damit wir auch bei der nächsten Landtagswahl, lieber Markus Rindersbacher, dass wir auch bei der nächsten Landtagswahl mitregieren in Bayern. Nur dann kriegen wir das hin. Mit der Bildung, mit dem bezahlbaren Wohnen, mit einer guten Ausstattung der Kommunen. Nur dort, wo die SPD regiert, wird es besser. Das ist die Botschaft des heutigen Aschermittwochs.